Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ja, heute mal gezeigt, wie ihr bei EMUVR die UGCs bzw. die Objekte, die Sprites, wie man sie auch weiter irgendwie beschreiben mag, reinpacken kann und sie eben auch entsprechend nutzen kann. Das Ganze erreichen wir, wenn wir den Vigo X Modloader sozusagen installieren. Ich werde die ganzen Sachen auch nochmal als Download, wie gehabt, auf meinen Google Drive zur Verfügung stellen, weil ich gemerkt habe, den Vigo X einfach mal so irgendwo finden, ist ein bisschen schwierig, ne? Also ich habe den zum Beispiel auch nur durch ein YouTube-Video gefunden und ja, dann packe ich euch den einfach dann in mein Google Drive. So, starten wir mal. Also so seht ihr jetzt, dass ich hier eine ganz neue Installation anfange. Ich entpacke mir jetzt erstmal den EMUVR und entpacke mir auch schon mal direkt RetroArch. Ich RetroArch ja auch brauche, logischerweise. Sehr schön. So, dann habe ich erstmal EMUVR hier und hier soll ja dann RetroArch rein. Das machen wir jetzt auch einfach mal, indem wir ein neues Fenster öffnen und da einfach direkt reingehen. So, jetzt schnappe ich mir hier alles und kopiere das hier rein und schon ist der Lachs fertig. So, das ist erstmal unser Grundsystem EMUVR. Ist jetzt sozusagen einmal ein nacktes EMUVR. So, logischerweise ist jetzt hier noch nichts drin. Es ist kein System drin, es sind keine BIOS-Files drin, es ist gar nichts drin, es sind auch keine UGCs drin. So, jetzt machen wir uns hier den Vigo X einmal auf und sehen jetzt hier ein paar Ordner. Diese Ordner müssen hier in den EMUVR-Ordner rein. Die müssen im Grunde genommen so, wie sie eben hier sind, kopiert man sich die einfach da rüber. Das machen wir jetzt einmal. Wobei es einen Ordner gibt, den brauchen wir glaube ich nicht. Von den Ordnern müsst ihr theoretisch alle einmal hier rüber kopieren. Seid aber auch nicht gezwungen dazu, den Custom MISC Folder mit zu übernehmen, weil der überschreibt natürlich dann in dem Moment das Aussehen des ersten Raumes. Das kann ich ja einmal zeigen. Wir machen jetzt mal den EMUVR auf. Ich hätte ihn natürlich auch gleich irgendwie als Force Desktop aufmachen können. Na gut, ist ja auch egal. So, und jetzt seht ihr, ne, Stuhl, Bett, ne, Wände, Decke, alles Mögliche. Merkt euch das mal, weil das wird gleich auf jeden Fall anders aussehen. So, wir machen hier mal zu. So, EMUVR geschlossen. Und jetzt kopieren wir uns den ganzen Quatsch mal hier rein. So, und jetzt starten wir ihn nochmal. Sehen hier auch, es ist ein extra Fenster noch mit aufgegangen. Das ist der Vigo X Loader. So, und jetzt seht ihr auch schon, es sieht jetzt alles anders aus. Also jetzt draußen zum Beispiel auch gerade nichts groß zu sehen. Komischerweise. Wahrscheinlich irgendwas falsch geladen. Decke sieht anders aus und Wände sehen anders aus. Also, ja. So, Räume. Genau, das war jetzt wahrscheinlich der Default Room, der hier immer geladen wird. Jetzt nehmen wir uns einfach mal irgendeinen anderen. Am besten hier mal so einen leeren Raum. Ah ja, jetzt haben wir auch wieder draußen was zu sehen. Jetzt den Default Room. Ja, irgendwie fehlt dann draußen alles. So, bleiben wir halt hier. Es steht halt nichts drin. Mein Gott, passiert. So, und diesen Raum könnten wir uns jetzt mal beispielsweise halt freigestalten, so wie wir wollen. Einfach wie wir lustig sind. So, das ist aber jetzt nur der kleine Teil. Jetzt kommt eben, dass wir hier mal ein paar UGCs reinpacken, weil viele UGCs sind jetzt hier noch nicht drin. Das sind einfach jetzt nur so ein paar Standardsachen, die hier drin sind. Monkey Island Wheel ist zum Beispiel gar nichts drin. Ist ja auch mal ganz spannend. Ja, nichts drin. Okay. Wie konnte man sich nochmal Sachen greifen? Ah ja. Ah, deswegen. Okay. Deswegen war auch nichts zu sehen. Ja, manche UGCs sind dann immer so ein bisschen schwer zu entdecken, weil, okay, ich kann es nicht mal wegschmeißen, warum? Okay, ist ja auch wurscht. Darum geht es ja jetzt erstmal gar nicht. So, jetzt haben wir natürlich unser EMUVR in einer gemoddeten Version, was natürlich schon mal sehr nice ist. Jetzt brauchen wir aber natürlich noch ein paar UGCs dazu. So, die UGCs sind standardmäßig hier immer in Custom UGC drin und da meistens in Ordnern unterteilt. In diesem Fall zum Beispiel hier jetzt bei den UGC-Pack, was ich jetzt hier habe, ist jetzt keine Ordnergruppierung mit drin. Was ein bisschen schade ist, muss man definitiv sagen. Und
es gibt eben auch viele Sachen, die man einfach nicht braucht. So, aber wir machen es jetzt einfach mal. Wir schieben uns jetzt das ganze Gedöns mal hier rüber. Mein ist ja auch nicht viel, ne? Sind so ganz entspannt 1,8 GB. Ist ja nicht die Welt. So, starten wir wieder Emo VR. Wie wir sehen, hier auch mit dem Vigo X-Loader, der im Hintergrund gleich mit aufgeht. Jetzt spackt gerade mein Fenster. Ich kann das Fenster gerade nicht verschieben. So, und wir sind wieder in unserem Raum. So, und wenn wir jetzt hier reingehen und UGC-Props mal gucken, sehen wir, es ist ein Haufen Zeug auf einmal drin. Also, man kann hier wirklich dann vieles aufstellen. Zum Beispiel so einen Kaffeetisch kann man hier wunderbar dann noch hinstellen. Da hat man hier halt einen Tisch stehen, kann sich da eben auch Zeug draufstellen, dass man jetzt hier sagt, alles klar, da möchte ich so eine Statue drauf haben. Zack. Dann haben wir so eine kleine Sonic-Statue da mit draufstehen. Wir bräuchten mal ein Bett. Das wäre vielleicht mal ganz toll irgendwie. Aber Bett sehe ich hier gerade aktuell noch nicht. Ich sehe hier gerade nur Spiele. So richtig Möbel sehe ich irgendwie noch gar nichts. Gucken, ob unter BED irgendwas ist. Ist das irgendwie so eine Art Bett? Ne, das ist eher so ein Schreibtisch. Oh, ich will aber ein Bett haben. Also ich sehe hier nichts, was nach Bett aussieht. Muss ich ganz ehrlich sein. Und irgendwie ist da, glaube ich, auch nichts drin. Na gut. Dann ist hier halt kein Bett drin. Mein Gott, dann kommt ein Bett ein anderes Mal. Ist ja eigentlich auch völlig überbewertet. So, speichern wir mal. Speichern. Hat er das jetzt gespeichert? Komischerweise sieht man auf dem Bild dann halt hier Poster und sowas. Die haben wir ja gar nicht. Aber gut, ist erstmal noch nicht so wichtig. Aber das soll es erstmal für heute wieder gewesen sein mit dem Video. Eigentlich erstmal nur, wie packe ich meine UGCs in Emo VR rein und verwende sie bzw. finde sie. Es gibt dann auch zusätzlich noch ein Programm, was man benutzen kann. Das gibt es auch von Emo VR direkt, glaube ich. Oder war das bei Vigo X drin? Könnte auch bei Vigo X drin gewesen sein. Genau, der war's. Der Vigo X Manager, der ist im Vigo X Ordner unter Content Manager. Und da ist dann der Vigo X Manager drin. Da könnt ihr euch dann die ganzen UGCs, die ihr habt, auch nochmal anzeigen lassen. Also, ja, ist eine ganz feine Sache, um einfach mal zu gucken, alles klar, was habe ich wo drin, um zum Beispiel Ordner auch zu sortieren, beziehungsweise um eben zu gucken, was packe ich in welchen Ordner oder was kann ich löschen und alles Mögliche. Ja, das auch nochmal. Gut, ich werde gucken, dass ich so ein UGC-Pack mal zusammenstelle, wo sozusagen das Wichtigste drin ist. Sowas wie Pokémon-Karten, die es dann x-tausend Mal gibt, die werde ich dann mal ausnahmsweise nicht reinpacken. Da werde ich dann irgendwie einen extra Ordner machen, wo dann irgendwie nur Pokémon-Karten dabei sind. Oder ich werde einen Ordner erstellen, wo Pokémon-Karten drin sind. Die stelle ich natürlich dann mit als Download zur Verfügung. Die könnt ihr euch dann eben auch entsprechend runterladen. Wie das geschehen wird, weiß ich noch nicht. Ja, also ich werde das wahrscheinlich mit hier bei den Emulatoren unter Emo VR, dann werde ich die UGC-Packs damit reinpacken. Da die Speicherplatzgröße bei mir ein bisschen eingeschränkt ist, kann das natürlich durchaus sein, dass dann vielleicht das doch nicht hier landet. Ihr werdet es ja sehen in der Beschreibung. Da könnt ihr es dann auf jeden Fall runterladen. Und dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es dann darum, wie ich mehrere Räume gestalte und wie ich zum Beispiel von einem Raum in den nächsten Raum gelangen kann. Da gibt es wohl auch noch kein tatsächliches Tutorial. Das werde ich mir dann auch noch mal ein bisschen zu Gemüte führen. Das wird wahrscheinlich dann eins der nächsten Videos werden, die es zu Emo VR gibt. Und dann gibt es vielleicht auch mal so ein kleines Community-Project. Werden wir mal gucken, wie wir das gestalten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Einschalten und ciao.